Ich hatte es befürchtet. Das Wasser ist giftig. Also ich merke nichts. Ja, und damit hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Guild Wars 2. Wir haben hier gerade 8 Uhr morgens, wie ihr auf der Karte sehen könnt. Und ja, ich habe noch nicht mal gefrühstückt, aber das hat gerade andere Gründe. Und ich würde sagen, dann nutze ich einfach mal die Zeit und spiele hier schon mal eine Folge Guild Wars 2 für euch ein, ne? Und dann schauen wir mal, was heute passiert. Wir sollen uns mit Tuhern treffen. Treffen vor allem. Ach, ich habe die Werkzeuge gar nicht mitgenommen. Okay, alles klar. Heute also ohne Sammeln. Aber ist ja auch egal. An der Greitstadt. Ach so, ja, wir sollten ja die Miss. Ich habe eine komische Stimme, sollten wir ja, glaube ich, retten, ne? Ja, siehst du, ich habe schon wieder vergessen, was genau war. Ja, du mich auch. Ich bin mir ziemlich sicher, dass es war die Miss. Ich brauche Miss. Ich habe eine komische Stimme. Die sollen wir retten, ne? Insofern. Ach, das schleudert sogar ein Schwert wie ein Boomerang. Ist ja krass. Also so ein Krieger ist ja krass drauf. Ah, schade, ich habe gedacht, ich komm da hoch, um abzukürzen. Warte mal. Einfach ignorieren. Aha. Okay. Den Heldenpunkt können wir nämlich auf jeden Fall noch brauchen, deswegen let's go. Ist ja nicht so, dass ich mir auch einfach Heldenpunkte durchs WVW holen könnte. Wenn Interesse besteht, kann ich euch das vielleicht auch mal zeigen. Aber ja. Das will ich jetzt hier ehrlich gesagt nicht machen. Hier, nimm das. Bam. Und bam. Oh, mein Wolf ist schon wieder kaputt. Kaputt. Jetzt dürfte was Schönes wachsen und dann haben wir es auch gleich schon. Ja, sorry Leute, aber es lag auf dem Weg. Und dann gehört es, finde ich, dazu. Selbst wenn man jetzt nur die Story verfolgen möchte, wenn was auf dem Weg liegt, dann gehört es meiner Meinung nach dazu. Deswegen nehmen wir das mit. Ja gut, dann gehen wir halt außen rum. Wo ist er denn hin? Die Greitstadt. Das heißt, wir müssen schon mal dort gewesen sein. Ich könnte natürlich auch einfach auf der Karte gucken. Das wäre natürlich auch noch immer eine Möglichkeit. Ich könnte es aber auch bleiben lassen und mich hier hochtricksen. Der ist einfach den direkten Weg rübergehen. Den direkten Weg rübergehen. Vielleicht schaue ich doch mal auf der Karte. Ja. War gut. Dann porten wir uns einfach schnell. Zack. Und da sind wir auch schon. Und dann geht's los. Hihihi. Dürfte ich jetzt bitte... Ja, ich sollte auch schon Shift drücken und nicht Caps Lock. So, let's go. Apatias Befreiung. Klar und deutlich. Unser Ziel ist das Auffinden und Retten unserer Kameradin Apatia. Dieser Ort stinkt nach Saltan. Geht keine unnötigen Risiken an. Bleibt wachsam. Wir sputen uns, wir bleiben oben und wir bleiben zusammen. Los geht's. Bleibt wachsam, aber da ist doch gar keine Wachsame. Da ist eine Explomatore und eine Agentin, also Abtei und, okay. Oder hießen niedrigerrangige von den Wachsamen etwa Recken?
War dem so? Ich hatte es befürchtet. Das Wasser ist giftig. Also ich merke nichts. Aber ich bin auch kein Silver. Doch, ich bin Silvari. Geht hier nicht ins Wasser. Ich wittere den Gestank einer besonderen Ohrverderbnis. Sie ist toxischer als jedes andere Gift. Ich frage mich, ob das die Kreid erledigt hat. Als ich vorher hier war, hat es von ihnen nur so gewimmelt. Wir dürfen nicht annehmen, dass sie weg sind. Falls die Verderbnis sie getötet hat, kehren sie als Untote wieder. Alle mir nach. Im Gänsemarsch und seid vorsichtig. Hier darf keiner ins Wasser fallen. Im Gänsemärchen, aber gerade war es noch okay. Flupp. Oh, okay, jetzt zieht's wirklich was ab. Ja, aber Hauptsache, man kann vorher hierher durchspringen. Kämpft euch ins Innere des Turms. Ey, es reicht langsam auch mal. Warum wollte ich das auch nur ausprobieren? Och, jetzt bist du auch noch da lang. Ich bin wachsam, ich bin immer wachsam. Dabei bin ich eigentlich eine Agentin, ne? Beziehungsweise nicht mal das, ich wurde ja hier voll hochgestuft zu... Wie ist der Titel nochmal, den ich jetzt bei den Dingens habe, bei den... wie heißt's? Wie hießen sie doch, doch gleich? Orden der Gerüchte, genau. Da wurde ich doch voll auf diesen Megatitel hochgestuft. Naja, egal. Machen wir das Ding einfach platt. Beziehungsweise die Ding hier. Wenigstens haben die keinen Rückstoß. Wie es scheint. Deswegen bin ich auch immer, habe ich auch immer geschaut, dass ich möglichst auf Seite der Plattform bleibe. Und deswegen schaut Tour Hörn auch, dass er einen möglichst langen Weg geht. Damit noch möglichst viele angreifen können. Ja, ist gut halt, dein Gosh, Tour Hörn. Die Kugel war das Einzige, was diese Kreid vor Saitans Einfluss schützte. Und jetzt wird sie das vor der Nachhaltigkeit beschützen. Ja, das ist auch gut so, dass es das Fort schützt. Ich stelle mir gerade nur eine andere Frage. Aber die stelle ich noch nicht euch, weil die würde spätere Gegebenheiten der Story spoilern. Deswegen lasse ich es bleiben. Und zwar Gegebenheiten, auf die man nicht so unbedingt so ohne weiteres drauf kommen würde. Ne? Voll die fliegenden Flugviecher, ey. Ich wusste gar nicht, dass Quites so gut springen können. Oder liegt es jetzt nur daran, dass die untot sind? Getroffen! Hihihi. Ach. Wieso ist denn der jetzt so weit hinten? Was soll denn der Mist? Das habe ich meinen F1 vermisst, weil ich gerade nicht darauf geguckt habe. Ja, ich weiß, da bin ich selber schuld, aber trotzdem. Was soll denn der Mist? Nee. Er ist aber F1. Ich bin hier voll der Boomer irgendwo, sozusagen, ne? Hehe. Den müssen wir auch erledigen. Der ist, ich weiß nicht, ob der uns sonst irgendwie verfolgen würde oder so, aber wollten wir eigentlich eh auf den... Ja, okay, das ist nicht der Turm. Aber wahrscheinlich wäre Tuhörn eh hier lang gegangen, ne? Gut, ich meine, so eine geballte Masse an Gewalt wird es nicht lange standhalten können. Nee. Machen wir ihn schwindlig. Machen wir ihn schwindlig. Na, wo willst du hinschlagen? Na? Na? Wo bin ich? Wo bin ich?
ja, ich sag's ja, er würde eh hier lang gehen. Ist gut, jetzt kann ich die eigentlich auch schon triggern. Nö. Die werden nur von Tourhören getriggert, wie es scheint. Wie ätzend ist das denn? Oder sie werden getriggert, wenn ich in der Nähe von Tourhören bin. Oder es kommen jetzt einfach gar keine mehr, weil wir den Veteran gekillt haben. Aber allem Anschein nach werden die wohl nur von Tourhören getriggert. Ich weiß jetzt nicht, ob ich damit so ein bisschen das, ne, seht ihr, nur von Tourhören getriggert. Nimm das. Oh, das sind ja ganze 5 Stück. Da sollte ich vielleicht mal was pflanzen. Weil das geht ja auch auf alle dann. Alle dann, auf alle dann. Ist allerhand auf alle dann, auf alle dann. Pion. Flupp. Ich mag den Skill einfach. Der ist klasse. Ach ja, die Auferstanden. Ja, aber dann war, glaube ich, jetzt das, was ich bei der anderen Mission schon dachte, das kommt. Ja, wird vermutlich dann so sein, ne? Hier, nimmt das. Es kommt wieder. Bam. Oh. Hallo Lappen. Und wieso beleben dich die anderen nicht wieder? Muss ich denn alles selber machen? Mano. Gibt's doch nicht. Aber wir haben schon 15 Gegner getötet. Weil unsere Blutgier steigt. Bis zu 25 steigt sie aber nur. Dann ist Schluss. Schluss aus Ende. Im Gelände. Okay, es kommt keine mehr raus. Dann erledige ich mal dich hier. Ja, das ist der Plan. Das sind echt viele. So viele sind da. Und dann auch noch Veteranen. Och, Mano. Müsste es denn noch langwieriger machen, noch langatmiger? Ja gut, aber es ist ja okay. Ja, das so alleine für sich spielt, es ist ja okay. Was sie manchmal übertreiben, sind die Bosse. Ich habe da letzten Samstag privat gegen einen Boss von Staffel 3 gespielt. Und das war direkt bevor es auf eine neue Karte ging. In Teil 3 von Staffel 3, also sozusagen 3.3, wenn ich mich recht erinnere. Und ja, der war ziemlich scheiße. Also der war so übertrieben fies gemacht. Das ist so typischer Arena-Net. Bei denen hat man wirklich gerne das Gefühl, dass sie ihre Spieler trollen. Also da kannst du einfach fast nichts machen. Und manchmal hat er auch ziemlich durchgedreht. Und ja, das ist jetzt als Wortspiel zu verstehen. Leute, die Guild Wars kennen, wissen jetzt vielleicht, wen ich meine, beziehungsweise Guild Wars 2. Und die, die hier zuschauen, blind zuschauen, die sollten es nicht wissen. Und dem ist auch gut so. Weil ich will das Ganze ja spoilerfrei lassen. Ja, nee, aber wirklich bei Bossen übertreiben sie gerne. Ich habe auch schon gehört, dass Balthasar, wenn ich zu Balthasar komme, wohl auch sehr, sehr heftig sein soll. Wobei die Person, von der ich das gehört habe, die haben das zu zweit gespielt und ich weiß jetzt nicht,
Inwiefern Bosse und so weiter bei Guild Wars 2 skalieren? Je nachdem, wie viel man in der Gruppe hat. Das würde mich mal interessieren. Zieht. Ja, dann nehme ich halt dich zuerst, du Sacknase. Wenn du zuerst sterben willst, kannst du das haben. Weißt du? Ach, der kann sich drehen, okay. Ich hatte gehofft, er kann das nicht, aber gut. Dann kann es halt. Zack. Aber wir dürften auch gleich schon da sein. Sollte nicht mehr allzu viel kommen. Sagte er, guckte nach oben und dachte sich, oh, what the fuck, das ist ja doch noch mehr als ich dachte. Ah, der Stoß stößt auch nicht weg. Zumindest steht's nicht dran. Und damit steht's nicht zur Debatte. Weil ich da schon ein bisschen Angst hatte. Aber nö, er macht das nicht. Oh Mann. Ja, killt den mal. Ich geh mal schon mal zum nächsten. Können wir nämlich schön kombinieren. Jung. Ja, ich sag ja, das kann man schön kombinieren, ne? Wir hauen auf den Kreid, auf den Veteran und treffen noch den anderen. Vor allem für Hörn auch. Der hat zuerst auf den anderen gehauen, aber ihr habt es ja gesehen, mit dem Blitzgrad hat auch den Veteran getroffen und so haben wir uns jetzt ein bisschen Zeit gespart. Ist doch schön. Aua. Hey! Willst du mit rüberkommen, bitte? Wow, hey, was zum... Machen wir dich halt zuerst platt. Du willst es ja nicht anders. So. Ich würde mal sagen, erledigt. Das, was ich dort oben auf dem Balken gespürt habe, es könnte der Ursprung all dieser Verderbnis sein. Ja, hi. Genau dich hatte ich in Erinnerung. Na ja, gut. Wir haben ihn durchbrochen. Sehr schön. Das habe ich jetzt eigentlich nicht vor. Ich glaube auch nicht, dass sie die Gastfreundschaft schätzte. Das glaube ich nicht, du Obersklavenhändlerin. Du bist ja eine Nulpe. Ich sehe sie im Käfig auf der anderen Seite. Wir müssen runter, um sie zu erreichen. Ein Träger sollte mit dem Käfig verbunden sein. Ach ja. Dann spielte der sich halt nochmal auf, aber er war in Wirklichkeit eine Lusche. Genauso wie gewisse andere Bosse. Ah, dann gibt es wieder welche, die einfach total übertrieben sind. Das sagst du und wir sind auf dem Balken. Du bist nicht der Hellste, oder? Beim blassen Baum. Saitans Verderbnis hat Apatia und die Kreid geholt. Ist sie bei sich? Ist Apatia noch da drin und leidet? Oder ist sie eine geistlose Hülle? Beides wäre ein schreckliches Ende für eine edle Jägerin. Das muss nicht das Ende sein. Eine untote Gefangene, die man untersuchen kann, besonders eine, die wir kennen, wäre sehr gut für den Pakt. Treibt keine Scherze. Es gibt nichts hier, was wir nicht von tausenden anderen Untoten bekommen könnten.
Apatia ist fort. Lassen wir ihren Geist frei. Und wenn wir hier fertig sind, reisen wir nach Holbrak, um ihre Legende den Skalden zu erzählen, damit man sich für immer an sie erinnert. Das ist der Weg der Norm. Wohlan. Apatia bewunderte euch sehr, Kommandeur. Also solltet ihr sie zur Ruhe betten. Danach auf nach Holbrak. Befreit Apatia und beendet ihr Leiden. Ja, sie leidet echt noch. Das können wir so nicht stehen lassen. Mögen die Geister euch in die Nebel führen. Marshall, sollen wir euch nach Holbrak begleiten? Nicht nötig. Ihr kehrt zum Vor der Dreifaltigkeit zurück. Der Kommandeur und ich machen das. Ja, wir machen das. Das ist kein Ding. Reist zur größten Halle in Holbrak. Ja, das machen wir aber im nächsten Part. Für diesen hier soll es das erstmal gewesen sein. Ich bedanke mich sehr fürs Zuschauen. Hoffe, ihr hattet wieder Spaß an diesem Part. Über einen Kommentar oder eine Bewertung würde ich mich dann natürlich sehr freuen. Und wir wollen uns auch beim nächsten Mal wiedersehen, wenn es wieder heißt Let's Play Guild Wars 2. Bis dahin. Macht's gut. Ciao, Leute.